Garuda, ich brauche dich! Das wird etwas dauern. Yeah!
Der Aquädukt ist nie fertig geworden. Nach der Tragödie am Phönixtor hatte man wohl andere Sorgen. Hey, komm und hilf mir mal. Du da, kannst du mir hier mal kurz zur Hand gehen? Ja, toll, ein verdammter Träger. Und ich dachte, ich hätte Glück im Unglück. Egal, lieber ein Bruchstück als gar kein Kristall, sag ich. Wobei ich ungern den Träger eines anderen benutze. Hey, kannst du mich hören? Du sollst helfen. Diese blöden Vögel haben meinen Wagen umgeworfen, weil sie an die Ladung wollten. Dabei war ich schon spät dran. Ich hätte eine Lieferung, die wirklich dringend ist. Aber ich kann hier jetzt auf keinen Fall weg. Könntest du das vielleicht schnell zu Marthas Rast bringen? Es eilt wirklich sehr. Schön. Gute Einstellung. Also, hier. Gib es nur dem Stallmeister und niemandem sonst. Er schuldet mir etwas dafür. Wenn du es bekommen hast, gib es deinem Herrn als Dank von mir. Jetzt aber los. Und keine Umwege, hast du mich verstanden? Geh und gib das Paket, das du von mir hast, dem Stallmeister von Marthas Rast. Und dann dankst du deinem Meister von mir. Ja. Yeah.
Herausforderer. Da wären wir. Marthas Rast. Das ist doch einer unserer Träger. Verhaften wir ihn? Der gehört nicht zu uns. Sieh hin, da ist seine Herrin. Gutes Mädchen, jetzt ruh dich erstmal aus. Bist du der Stallmeister? Ich soll dir das hier bringen. Das ist für mich, genau. Ich verstehe aber nicht, warum es mir ein Träger bringt. Wo steckt der Tropf von einem Krämer? Er konnte nicht kommen. Sein Wagen ist umzingelt von wilden Schokobos. Ha, das klingt nach ihm. Ich wette, der Wagen ist voll mit Gisakraut. Bestimmt überladen. Gisakraut? Schokobos sind verrückt danach. Wenn man das Zeug nicht gut verpackt, riechen sie es und kommen von überall her angelaufen. Allerdings kann es auch eine gute Investition sein, besonders hierzulande. Nur nicht gierig werden. Das lernt unser Freund nun auf die harte Tour. Naja, ich habe meine Ware und nur das zählt. Richte deinem Herrn meine Grüße aus. Hier kommen immer viele Reisende und Händler vorbei. Mir geht die Arbeit nie aus, das steht fest. Dieser Tage muss man damit rechnen, auf der eigenen Türschwelle von wilden Bestien oder gerissenen Banditen überfallen zu werden. Ob diese Martha uns wirklich helfen wird? Das werden wir gleich wissen. Thank you.
Was davon soll noch mal zum goldenen Federbett? Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll. Das bringen wir rüber, wenn die Brücke wieder geflickt ist. Und wann soll das sein? Hat das Ding hier schon immer geleuchtet? Mehr Kristalle bekommen wir also als gleichberechtigte Provinz nicht? So viel dazu. Und es ist ja nicht so, als könnte sich... Keine Scheu! Tretet ruhig näher! Nacken, Schulter, Rippchen, alles frisch! Das magst du was. Hätte ich doch nur meinen eigenen Chocobo. Wo hast du die her? Sind die etwa aus Amber? Schon was entdeckt? Besten Dank. Tausend Dank. Bitte sehr. Bis irgendwann. Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zustechen. Komm doch zu mir rein. Nicht, dass es noch rostet.
Ich zeig dir nur zu gerne, was meine Klinge so alles kann. Nach meinem Dienst. Oh, was für ein Prachtkerl. Wäre da nur nicht dieses Brandmal. Die Brücke wird repariert. Aber ich hätte schon gestern in Eastpool sein sollen. Hat der Kerl überhaupt eine Ahnung? Die Brücke ist kaputt. Wer nach Eastpool will, muss warten. Die Brücke ist kaputt. Wer nach Eastpool will, muss warten. Die Steuern sollen schon wieder. Ja, schmeckt's? Ich hab noch viel mehr. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Entschuldigung, bist du die Wirtin dieser Schenke? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche, gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Martha, eine alte Freundin von Sid. Er hat mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönixtor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Denkst du, ihm ist etwas zugestoßen? Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn.
und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja, er ist runter ins Sumpfland eine andere Brücke warten, die am gefallenen Tor. Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. Was hat sich Bernard dabei gedacht, allein ins Sumpfland zu gehen? Ich will gar nicht dran denken, was ihm da alles auflauern könnte. Die Leiter am Tor ist der schnellste Weg runter. Hoffentlich kommt ihr noch rechtzeitig. Runter ins Sumpfland. Suchen wir die Leiter. Wir sollten langsam auf. Niemand darf sehen, wie ich mit dir rede. Wenn du etwas brauchst, sprich mit Martha. Lass einfach alle stehen. Neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Mir ist egal, was deine Herrin dir befiehlt. Dein Schwert... Ah! Bleibt mir vom Leib! Hörst du das? Da, unter der Brücke. Schnell. Verdammt. Halte durch, wir kommen! Danke, Milady. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wärt, dann wär ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick. Ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt. Sofort. Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard. Wir hatten nämlich vor, nach Eastpool weiterzureisen. Deine Mühen wissen wir zu schätzen. Besonders nach dem Schrecken, den du vorhin bekommen hast. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha, aber lang genug. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Werden wir.
Keine Sorge, die Bretter habe ich schon oft ausgetauscht. Holz hält in dieser Gegend nie lange. Keine Sorge, die Bretter habe ich schon oft ausgetauscht. Holz hält in dieser Gegend nie lange. Keine Sorge, die Bretter habe ich schon oft ausgetauscht. Holz hält in dieser Gegend nie lange. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Aber ich hätte schon gestern in Eastpool sein sollen. Die Brücke ist kaputt. Wer nach Eastpool will, muss warten. Die Steuern sollen schon wieder. Ihr seid zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank. Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. Möchtet ihr was trinken, während ihr wartet? Ein Krug Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber löscht den Durst. Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Ja, früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben sie sie weggebracht? Das haben sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sanbrek Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Tja. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor! Ach, du armes Ding! Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Na gut. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Welches Kloster meinst du denn?
St. Glädemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir. Dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Damals hatten wir doch richtige Anführer und ordentliches Handwerk. Immer schön auf den Fisch. Die Rüben, wo hast du die her? Seht ihr ruhig her! Schulterrippchen, alles frisch. Ich wusste, dass man Kinder testet. Dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich doch nur meine. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Oder? Nein. Machen wir es kurz. Das war der! Das Kloster. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Finden wir es heraus. Das war's. Yeah!
Das war's. Seid gegrüßt. Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende. Von Martha. Oh, verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen, ich bitte euch. Das Licht, es flackert. Lasst mich nicht erleiden. Hab keine Angst. Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang. Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet. Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. Thank you.
Danke, dass ihr uns die Medizin gebracht habt. Ich wollte, wir wären nicht so sehr auf Marthas Güte angewiesen. Nur Bittgebete an eine Göttin sprechen, die ihm fremd ist. Keine Scheu! Tretet ruhig her! Wo hast du die her? Immer schön auf den Fisch richten, ja? Oh, zurück! Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja. Sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben.
erzählt. Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid!